Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem ersten Wacker Berufsinfostream. Wie so viele andere Schulveranstaltungen und Ausbildungsmessen muss leider auch in diesem Jahr unser Berufsinfotag im Berufsbildungswerk der Wacker Chemie ausfallen und wir haben uns deswegen dieses Format überlegt, um euch, die ihr euch jetzt momentan in der Berufsorientierungsphase befindet, trotzdem auch während dieser schwierigen Orientierungsphase auch eine Hilfestellung anbieten zu können. Wir haben auch noch ein weiteres Ersatzformat uns überlegt, und zwar wird es am Samstag, den 18. Juli ab 9 Uhr trotzdem Führungen durch unser Berufsbildungswerk geben in Burghausen, allerdings natürlich in Kleinstgruppen mit maximal 4 Teilnehmern pro Führung, zu denen man sich auch im Vorfeld anmelden muss, und dazu aber dann später mehr. Kommen wir aber jetzt zu heute. Was haben wir vor? Ihr werdet Einblicke kriegen in unsere Ausbildungsbereiche. Wir schauen in Labore, in Werkstätten rein. Wir haben verschiedene Gesprächsrunden mit unseren Ausbildungsbereichsleitern vorbereitet und die Kollegin Anja Grassinger wird am Schluss auch noch einen Einblick in unser Bewerbungs- und Auswahlverfahren geben. So, jetzt genug der Vorrede. Jetzt übergebe ich gerne an den Geschäftsführer des BBIW und Leiter der Berufsausbildung Wacker, Herrn Richard Stubenvoll. Hallo, Herr Stubenvoll. Hallo. Ja, grüß Gott, liebe Interessenten an der Berufsausbildung bei der Wacker Chemie. Es freut mich sehr, dass Sie heute bei unserem Berufsinfostream dabei sind. Es ist für mich ein bisschen schwierig, in der Kamera zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise rede ich eher vor dem Publikum, da kriegt man ein bisschen Feedback, aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Ja. Ich möchte beginnen und Ihnen ein bisschen was über die Wacker Chemie und im späteren Verlauf über die Ausbildung bei Wacker zu erzählen. Die Wacker Chemie ist vor über 100 Jahren, 1914, von Dr. Alexander Wacker gegründet worden und der Konzernsitz ist in München. Wir hatten im letzten Jahr knapp 5 Milliarden Euro Umsatz und einen EBITDA, das ist der Gewinn vor Steuern, Zins und Abschreibungen, von 930 Millionen Euro. Wir, die Wacker Chemie, investieren sehr, sehr viel Geld in die Zukunft. Wir möchten auch die nächsten 100 Jahre noch erfolgreich sein. Und deswegen haben wir ca. 165 Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung gesteckt und gute 460 Millionen Euro in Investitionen für Produktionsanlagen und so weiter. Wir haben ca. 14.600 Beschäftigte, wovon ca. 600 Auszubildende und duale Studenten sind. Gehen wir mal weiter in unsere Geschäftsbereiche. Wacker ist ja aufgestellt in 4 verschiedenen Geschäftsbereichen, die unsere Produkte und unsere Dienstleistungen verkaufen. Es ist immer sehr schwierig, unsere Produkte zu erklären. Ich möchte es einmal mit einer kleinen Geschichte machen. Wenn Sie morgens in der Früh aufstehen, gehen Sie ins Bad und die Fliesen sind hoffentlich geklebt mit einem Fliesenkleber, wo Wacker-Dispersionen enthalten sind. Diese kommen von Wacker-Polymers. Wenn Sie dann in die Dusche steigen, sehen Sie die Silikonfugen. Silikonfugen, das kennt eigentlich jeder, dieses Produkt. In der Dusche kommt aus Wacker Silicones, genauso wie die hochdisperse Kiesensäure, die dann in der Zahnpasta ist, damit die Zahnpasta nicht von der Zahnbürste runterfließt. Strom brauchen Sie morgens vermutlich auch schon, ist noch dunkel, wenn Sie aufstehen. Der kommt nicht nur aus der Steckdose, sondern der kommt vielleicht, also zumindest später am Tag, aus der Photovoltaikenergie, wo Wacker Polysilicones Polysilizium dafür liefert. Dann gehen Sie aus dem Haus, noch schnell ein Kaugummi rauen. Ein Drittel der Kaugummis weltweit stammen von Kaugummi-Rohmasse von Wacker. Das sind unsere Geschäftsbereiche mit immer einem lebhaften Beispiel. Ich hoffe einfach, dass ich Ihnen das ein bisschen näher bringen konnte.
Ja, hier nochmal ein Bild über unsere verschiedenen globalen Schlüsselindustrien. Sie sehen hier Automobilindustrie, Bauindustrie, Energieindustrie, Coating and Paints, also Farben und Lacke und so weiter. Wir sind überall in der Chemie und in der Halbleiterindustrie vertreten. Jetzt aber zur Ausbildung bei Wacker. Ich möchte mich in diesem jetzt einmal auf Bayern fokussieren. Wir bilden natürlich nicht nur in Bayern aus, sondern zum Beispiel auch in Sachsen, in Nünchritz, aber fokussieren wir uns mal auf die Ausbildungsstandorte in Bayern. Die meisten Auszubildenden suchen wir für den Standort in Burghausen. Wir haben insgesamt 500 Auszubildende in Burghausen. Wir haben in München ca. 30 Auszubildende in unserer Hauptverwaltung in München und 4 bis 5 haben wir immer im Konsortium in der Zielstadt. Das Konsortium ist unsere Forschung- und Entwicklungsschmiede, unsere Forscher, die arbeiten dort. Natürlich auch in Burghausen, aber viele auch in München. Die Wacker Chemie arbeitet zusammen in der Berufsausbildung mit dem Wacker Berufsbildungswerk, das für die Wacker die Grundausbildung und auch die Fachausbildung übernimmt und auch die Einsätze in den Fachbereichen im Werk in Burghausen dann koordiniert. Das Berufsbildungswerk ist eine öffentliche Stiftung des privaten Rechts und wurde vor 50 Jahren gegründet. Wir haben ca. 40 Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich um die Ausbildung unserer Auszubildenden kümmert, die sie vorbereiten und die sie wirklich für die Prüfung fit machen. Circa 700 Auszubildende über alle Jahrgänge sind bei uns im Berufsbildungswerk tätig. Jetzt habe ich aber vorhin gesagt, wir haben nur 500 Auszubildende hier in Burghausen. Das Berufsbildungswerk ist ja auch in Burghausen. Wir bilden noch circa 200 Auszubildende für unsere Partnerfirmen aus. Das sind circa 20 Partnerfirmen, für die wir da tätig sind. Das ist zum Beispiel Odo, das ist zum Beispiel die Siltronic AG oder ZF TRW. Im Haus haben wir dann immer ca. 280 Auszubildende. Im Haus meine ich das Berufsbildungswerk. Die anderen Auszubildenden sind entweder in der Berufsschule oder sind in den Praxiseinsätzen im Werk oder bei unseren Partnerfirmen tätig. Ja, hier in der nächsten Ansicht möchte ich Ihnen mal kurz erklären, wie das läuft mit der Ausbildung Berufsbildungswerk Wacker Berufsschule. Es ist im Prinzip so, in unserem Berufsbildungswerk haben wir Labore, wir haben Werkstätten, Elektro- und Metallwerkstätten und verschiedene Technikers, wo wir unsere Chemielaboranten, unsere Chemikanten und die Elektroniker und Industriemechaniker, Mechatroniker und so weiter ausbilden. Die ersten 4 Monate in der Ausbildung bei Wacker befinden Sie sich im Berufsbildungswerk und werden wirklich sehr, sehr gut vorbereitet auf das, was dann im Werk auf Sie zukommt. Sie kennen dann alle Sicherheitsregeln und Sie wissen schon, was Sie tun können und können dann mit den Ausbildungsbeauftragten im Werk sehr gut arbeiten und da schon sehr gute Unterstützung leisten. Die Praxiseinsätze nach diesen 4 Monaten, die finden dann im Werk in Burghausen, eben in den Laboren, in der F&E, in der Analytik, in den Chemiebetrieben und in den Werkstätten statt. Da haben Sie einen Ausbildungsbeauftragten an der Hand, der mit Ihnen arbeitet und dann kommen Sie immer wieder zu verschiedenen Fachausbildungen ins Berufsbildungswerk zurück, wo Sie wirklich für die Prüfung toll vorbereitet werden und wo wir schon dafür stehen, dass sie ein sehr, sehr gutes Prüfungsergebnis schaffen. Zusammenarbeiten tun wir mit den Berufsschulen. Die meisten gehen nach Altötting in die Berufsschule. Und da findet meistens Blockunterricht statt oder blockweiser Unterricht beziehungsweise auch wöchentliche Unterrichte. Ja, aber jetzt zur spannenden Frage, welche Berufe wollen wir eigentlich besetzen? Wir suchen für 10 Ausbildungsberufe und 2 duale Studiengänge nach Bewerbern. Das ist zum einen für die chemischen Berufe, das ist der Chemikant und der Chemielaborant. Für die technischen Berufe suchen wir Bewerber für Industriemechaniker, Anlagenmechaniker, für Mechatroniker und Elektroniker, für Automatisierungstechnik. Und für die kaufmännischen Berufe suchen wir nach Fachinformatikern, nach Kaufleuten für Büromanagement,
für Industriekaufleute und für Managementassistenten. Duale Studiengänge wollen wir im Bereich der Wirtschaftsinformatik und Informatik besetzen. Die Zugangsvoraussetzungen sind im Prinzip so, dass wir in der Regel nach Leuten mit qualifiziertem Hauptschulabschluss, Mittelschulabschluss oder mittlere Reife suchen. Bei Managementassistent, Wirtschaftsinformatiker oder Informatik ist mindestens das Abitur Voraussetzung. Gehen wir mal zu den Leistungen, die Wacker für Sie bietet. Wacker ist ein hervorragender Arbeitgeber. Wacker ist ein attraktiver Arbeitgeber und bietet auch attraktive entsprechende Leistungen. Fangen wir an mit einem 1.000 Euro Monatslohn in der Ausbildung. Ich denke, das ist eine sehr schöne Zahl, aber es geht natürlich nicht immer nur ums Geld. Also wenn ich jetzt die nächsten drei Dinge wieder aufzähle, ist wieder Geld. Einmal, wir zahlen Weihnachtsgeld, wir zahlen Erfolgsbeteiligung, wir zahlen Urlaubsgeld. Wir unterstützen Sie aber auch, falls Sie auf Dienstreise müssen. Sie kriegen Fahrt, Wohnungsgeld, Verpflegungszuschuss. Wir lassen Sie da auch nicht alleine. Wenn Sie in München einmal eingesetzt werden in einem kaufmännischen Beruf, dann haben wir natürlich auch eine Wohnung für Sie. Darauf können Sie sich verlassen. Günstige Verpflegung gibt es natürlich auch, also Sie brauchen bei uns nicht zu verhungern. Wichtig ist natürlich auch, wie komme ich zum Beispiel in die Arbeit, wenn Sie weiter weg wohnen? Haben Sie auch die Möglichkeit, bei uns im Jugendgästehaus zu übernachten oder mit dem Bus zu unserem Werk zu kommen? Auf das Thema Bus möchte ich noch mal kurz ein paar Worte verlieren. Man sollte sich schon immer wieder Gedanken machen, wo sitzt mein zukünftiger Arbeitgeber, wo wohne ich, wie komme ich denn dahin, wenn ich noch nicht 18 bin, wenn mich meine Mama oder mein Papa nicht täglich in die Arbeit fahren kann. Da sind Sie bei uns sehr gut aufgehoben mit einer Buslinie mit einem Umkreis von über 50 Kilometern. Fahren wir in 56 Buslinien, Sie sehr kostengünstig zu uns ins BBW oder ins Werk Wacker, und wir sorgen auch dafür, dass Sie sicher wieder heimkommen. Ja, aber bei diesen Sozialleistungen und Leistungen an sich möchte ich es jetzt nicht belassen. Ich möchte dieses schöne Thema der Leistungen dem Thema Digitalisierung enden, weil auch hier denke ich, leisten wir sehr viel. Unsere Auszubildende bekommen alle zur Lernunterstützung ein iPad. Warum machen wir das? Wir haben letztes Jahr damit angefangen. Der Erfolg gibt uns recht. Sie können vom Arbeitsplatz aus und auch von zu Hause auf Ihre Unterlagen zugreifen. Sie haben E-Mail-Zugriff über dieses Tablet, Sie können Ihr Berichtsheft digital schreiben und Sie können auch Ihr Lernmaterial digital runterladen. Sie haben die Schulbücher digital und so weiter. Das hat uns jetzt gerade in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen sehr weitergeholfen, als wir in der Corona-Krise in unserem Berufsbildungswerk, wie ihr jetzt das auch schon gewohnt gewesen seid, in der Schule nicht unterrichten durften, konnten wir den Unterricht online digital machen. Also eine tolle Sache, und das hilft Ihnen natürlich auch, Ihre Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen. So, damit möchte ich es jetzt aber belassen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte schon ein bisschen Interesse wecken für die Ausbildung bei Wacker, die genauen Detailinformationen. Was macht denn der Laborant, der Chemiker, der Elektroniker, der Industriemechaniker? Kriegen Sie von unseren Ausbildungsleitern. Ich freue mich auf die nächsten Stunde und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ja, und zwischendrin gehen wir immer wieder gerne auf eure Fragen ein, die ihr uns reinschicken könnt über E-Mail an ausbildung@wacker.com. So, bei mir ist jetzt Gerhard Stadler, seines Zeichens Leiter des Ausbildungsbereiches kaufmännische Ausbildung und gleichzeitig der dualen Studiengänge. Hallo Gerhard. Hallo Manu. Ja, wie gerade schon in der Vorstellung gesagt, du leitest den kaufmännischen Ausbildungsbereich und zusätzlich bist auch verantwortlich für die dualen Studiengänge bei Wacker. Vielleicht fangen wir zunächst einmal mit der kaufmännischen Ausbildung an. Welche Berufe kann man im kaufmännischen Bereich bei Wacker lernen? Ja, für 2021 haben wir die zwei klassischen kaufmännischen Ausbildungsberufe wie Kaufleute für Büromanagement und die Industriekaufleute im Angebot.
Und als dritten Ausbildungsberuf im kaufmännischen Bereich haben wir noch die Managementassistenten im Angebot. Was sind denn jeweils die Kernaufgaben bzw. die Lerninhalte? Vielleicht fängst du mit dem Kaufmann für Büromanagement an. Ja, die Kaufleute für Büromanagement sind hauptsächlich im organisatorischen Bereich tätig. Sie organisieren Termine, Seminare oder Veranstaltungen, erstellen dazu die Präsentationen, koordinieren die Termine, teilen die Teilnehmer ein und arbeiten halt hier ihren Vorgesetzten zu. Und wie ist es beim Industriekaufmann? Der Industriekaufmann ist eher im fachlichen Bereich tätig und hat einen eigenen Fachbereich. Das heißt, er arbeitet keinen Chef direkt zu, sondern bearbeitet, wie zum Beispiel ein Einkauf, bearbeitet hier halt zum Beispiel eine Kundentabelle oder eine Produktionstabelle und arbeitet so hier in dem Fachbereich auch mit anderen Teams zusammen, aber er ist nicht für Assistenzaufgaben hier zuständig. Ja, dann ist jetzt vielleicht auch noch die entscheidende Frage, was sollten denn dann die künftigen Azubis mitbringen an Fähigkeiten, Talenten, Interessen? Wichtig bei unseren Auszubildenden, man muss sich das ja vorstellen, die sind ja teilweise erst 16 Jahre alt, dass sie einfach neugierig sind. Sie sollen offen für Neues sein, weil dann lernen sie auch. Was uns auch noch wichtig ist, gerade in den kaufmännischen Berufen, ist auch so gewisse Zahlen, Daten und Fakteninteresse, weil sie müssen ja für längere Zeit auch mal konzentriert arbeiten können, sei es im Team oder allein. Was uns, besonders auch wir noch wichtig ist, ist einfach das Benehmen. Gerade das Thema Knicke werden wir auch immer in den ersten Wochen schulen sozusagen. Und uns ist einfach wichtig, dass gerade in der sprachlichen oder in der schriftlichen Korrespondenz auf gutes Benehmen achtet. Was uns auch noch wichtig ist, ist das, dass man feedbackfähig ist. Das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber Feedback wird ja oft, gerade bei jungen Leuten, sehr persönlich genommen. Und ich verstehe Feedback oder wir verstehen Feedback als Hilfe und nicht als Kritik am persönlichen Verhalten, außer es ist mir notwendig. Vielleicht noch ein Satz zu den Schulabschlüssen. Was erwarten wir da? Bei Kauffrau für Büromanagement oder Kaufleute für Büromanagement haben wir hier mindestens einen guten bis sehr guten qualifizierten Mittelschulabschluss. Bei den Industriekaufleuten erwarten wir eine gute mittlere Reife. Gut. Dann haben wir ja auch noch den Beruf der Managementassistenz. Was verbirgt sich denn da dahinter? Die Managementassistentin unterstützt in internationalen Teams auch ihren Vorgesetzten in der sogenannten Assistenz. Soll mehrsprachig sein, also wir erwarten hier Französisch und Englisch gute Kenntnisse in diesen Sprachen, soll offen sein für interkulturelle Teams und unterstützt ihren Vorgesetzten auch bei internationalen Meetings, in internationalen Veranstaltungen, wo einfach Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz gefordert ist. Dann vermute ich mal, da wird wahrscheinlich dann ein guter Quali oder eine mittlere Reife nicht ganz ausreichen. Wir erwarten hier mindestens das Fachabitur, ein gutes Fachabitur oder halt das allgemeine Abitur, weil einfach hier gerade die Sprachkenntnisse sehr wichtig sind und wir hier eben nach 2,5 Jahren schon einen fertigen Berufsabschluss erwarten, einen guten Berufsabschluss erwarten und unsere Managementassistentinnen gerade in den höheren Führungskreisen eingesetzt werden. Ja, und schließlich und endlich gibt es dann ja auch noch den Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Das ist ja eher so eine Kombination aus kaufmännisch-technischem Beruf. Was verbirgt sich denn da dahinter? Also der Fachinformatiker wird bei uns nur im Bereich der Informatik eingesetzt. Und gerade hier ist es uns wichtig, auch wieder diese Neugier für die Informatik hier und für die neuen Systeme. Genau. Fachinformatiker beurteilen bei uns Systeme, verbessern diese Systeme oder wenn neue Prozesse verbessert werden sollen, nehmen sie diese
Anforderungen aus dem Fachbereich auf, beurteilen den und erstellen dann eben neue Prozesse, die dann in den Systemen dargestellt werden. Das ist beispielsweise in der Analytik so oder auch in den Produktionsbetrieben. Zusätzlich schulen Sie auch die Mitarbeiter und stehen für die Fragen der Anwender zur Verfügung. So, das war der Block der kaufmännischen Ausbildungsberufe. Es gibt ja bei Wacker aber auch seit 2001 die Möglichkeit, dual zu studieren. Welche Studiengänge bieten wir denn da 2021 an und was kann man sich dann auch wiederum jeweils darunter vorstellen oder was verbirgt sich dahinter für ein Anforderungsprofil jeweils? Ja. Für 2021 zum Start im September bieten wir zwei duale Studiengänge an, zum einen den Wirtschaftsinformatik für die Standorte München und den Studiengang Allgemeine Informatik für den Standort Burghausen. Auch da wieder, was ist der Unterschied? Ich dachte mir, dass diese Frage kommt. Wirtschaftsinformatik und allgemeiner Informatik. Ja, der Wirtschaftsinformatiker ist eher eine Schnittstelle von dem kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Bereich zur Informatik, der auch Prozesse in betriebswirtschaftlichen Abteilungen analysiert, die sich die aufschreibt und dann eben aus der Informatik-Sicht dann beurteilen kann und dann eben auch hier die Prozesse versucht zu verbessern und dann wieder in der Informatik dann diese Prozesse dann auch zu erstellen und umzusetzen. Der allgemeine Informatiker ist der klassische Programmierer. Der bekommt einen Auftrag, zum Beispiel vom Wirtschaftsinformatiker, für ein neues System, schaut sich den Prozess an, programmiert den, stimmt sich immer wieder ab mit den Bereichen, dann testet er das System, führt es ein und betreut es dann auch weiterhin. Wie ist denn der Ablauf des dualen Studiums? Wir arbeiten ja mit einer Partnerhochschule zusammen, mit der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Wie muss man sich das im Ablauf dann vorstellen? Wir arbeiten mit der dualen Hochschule Baden-Württemberg zusammen, genau, speziell jetzt mit der Hochschule in Heidenheim. Und das muss man sich so vorstellen, dass ein duales Studium, das dauert 36 Monate, also 3 Jahre. Und diese 3 Jahre sind so gestaffelt, dass man immer in 3-monatigen Wechsel entweder in der Theoriephase an der Hochschule ist oder man ist jetzt in den Praxisphasen in unserem Unternehmen. Speziell für diese Studiengänge haben wir die Standorte München und Burghausen. Wichtig ist auch hier in den Praxisphasen, dass die dualen Studenten einen Ansprechpartner haben. Sei es von unserem Bereich, der ihn unterstützt bei allen organisatorischen Fragen, oder aus dem Fachbereich, der ihn einfach unterstützt, wenn er Projekte bearbeitet und eben für so Fragen zur fachlichen Seite zur Seite steht. Das heißt praktisch, jeder duale Student hat, wenn er in der Praxisphase ist, einen persönlichen Betreuer, der ihn eben durch die Praxisphase durchbegleitet. Gut, vielen herzlichen Dank. Gerne. Und ihr da draußen, denkt bitte dran, wenn es Fragen gibt, her damit an ausbildung@wacker.com. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Anja Grassinger. Und damit ihr in den Bewerbungsvorgang bei der Wacker Chemie ein bisschen einen besseren Einblick bekommt, werde ich euch heute den Prozess, den Bewerbungsvorgang an sich vorstellen. Ja, unser Bewerbungsstart ist in diesem Jahr ab 1. Juli für den Ausbildungsstart in 2021. Grundsätzlich beginnt die Bewerberauswahl dann mit deiner Online-Bewerbung, also mit dem Eingang deiner Online-Bewerbung. Die erforderlichen Bewerbungsunterlagen, die wir uns wünschen, ist das Jahreszeugnis des vorherigen Schuljahres, ein Anschreiben und euren Lebenslauf. Also man kann den Bewerbungsprozess dann in 4 Schritten einteilen. Zum einen die Online-Bewerbung, der nächste Schritt ist dann der Eignungstest, danach folgt das Vorstellungsgespräch und zum Schluss fällt dann die Entscheidung über den Ausbildungsplatz oder über den Studienplatz. Gut, es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Möglichkeiten, wie es ihr auf die Ausbildungsübersicht kommt, damit ihr euren gewünschten Beruf auswählen könnt und ihr dann eure Online-Bewerbung eingeben könnt. Zum einen unter www.wacker.com/Ausbildung. Hier könnt ihr dann auf den Button zur Bewerbung klicken
euren gewünschten Ausbildungsberuf dann auswählen und dann kommt ihr auch schon zum Bewerbungsformular, das ihr dann online ausfüllen könnt. Ja, die zweite Möglichkeit ist, dass ihr unter jobs.wacker.com auch einsteigen könnt in eure Bewerbung. Dazu könnt ihr dann ja in dem Suchfeld euren gewünschten Ausbildungsberuf eingeben. Ihr geht dann auf den Suchen-Button und dann könnt ihr nämlich auch hier ganz einfach auf euren gewünschten Beruf klicken und dann kommt ihr auch direkt weiter in das Online-Bewerbungsformular, welches ihr dann ausfüllen müsst. Alles Weitere ist dann eben ganz genau in dem Formular beschrieben, was alles an Unterlagen und an Daten erforderlich ist. Gut, wenn die Online-Bewerbung dann erfolgreich eingegeben ist, wenn ihr die Bewerbung abgeschickt habt, dann wird es bei uns im Ausbildungsbüro jeweils geprüft. Und wenn alles soweit in Ordnung ist, dann bekommt ihr eine E-Mail mit einer Einladung zum Eignungstest. Und dieser Eignungstest findet dann bei uns im Haus statt. Genau, der Eignungstest, der dauert dann bei uns im Haus circa 3 Stunden. Und in dem Eignungstest kommen grundsätzlich Fragen vor zu beruflichen Zielen, zu Interessen und Grundfertigkeiten. Dann kommen ein paar Aufgaben mit logischem Denkvermögen. Und natürlich wird dann auch noch zu sprachlichen, technischen und mathematischen Verständnis Fragen gestellt und abgefragt. Gut, nach dem Eignungstest werden dann deine Testergebnisse ausgewertet, werden dann auch mit den Bewerbungsunterlagen verglichen. Und wenn dann alles passt und stimmig ist, dann wird man auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das Vorstellungsgespräch findet dann auch wieder bei uns im Haus statt, genauso wie der Eignungstest. Und das Vorstellungsgespräch dauert dann circa 1 Stunde. Und ich habe jetzt da einfach mal ein paar Beispielfragen aufgeführt, was dich dann so erwarten könnte in einem Vorstellungsgespräch. Zum einen zum Beispiel die Frage, warum haben Sie sich für unser Unternehmen entschieden? Was wissen Sie über Wacker? Warum glauben Sie für diese Ausbildung oder für das duale Studium besonders geeignet zu sein? Oder vielleicht auch, wie stellen Sie sich den Alltag in Ihrer Ausbildung oder in Ihrem dualen Studium vor? Ja, nach dem Vorstellungsgespräch wird dann eine erneute Auswertung gemacht, also auch nochmal eure Bewerbungsunterlagen werden mit reingenommen, euer Testergebnis und natürlich dann auch das Vorstellungsgespräch an sich, wie das verlaufen ist. Genau, und danach, nach den Vorstellungsgesprächen, findet dann eben die Entscheidung statt, ob der Ausbildungsplatz oder der Studienplatz gesichert ist. Ja, und spätestens im Dezember folgen dann allgemein die Zu- oder Absagen für die Ausbildungs- und Studienplätze. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn jetzt noch Fragen bestehen, könnt ihr die gerne unter ausbildung@wacker.com weiterhin stellen. Vielen Dank. So, dann schauen wir uns mal an, was bisher für Fragen eingegangen sind. Ich gebe ab an die Andrea. Grüß Gott, Herr Stubenvoll. Die ersten Fragen sind bereits schon eingegangen. Jetzt beginnen wir gleich mal mit der ersten und zwar, wie viele Ausbildungsplätze werden fürs Jahr 2021 angeboten? Ja, wir bieten 2021 für den Wacker-Konzern ca. 160 Ausbildungsstellen an. Die meisten davon für den Standort in Burghausen mit 120 Ausbildungsplätzen, wovon die größte Gruppe die der Chemikanten mit allein 60 Ausbildungsplätzen ist. Wie sieht es dann mit einer Übernahme nach der Ausbildung aus? Ja, die Wacker Chemie bildet natürlich aus, um Fachkräfte für die Zukunft zu sichern. Und wir möchten natürlich auch alle Auszubildenden, alle guten Auszubildenden dann später übernehmen, entweder auf befristeten oder unbefristeten Arbeitsplätzen. Mhm. Wie viel verdient man in der Ausbildung? Ja, ich habe es in meinem Eingangsvortrag ja schon mal kurz erwähnt, also gute 1000 Euro Ausbildungsvergütung pro Monat. Dann kommen dann noch so Leistungen wie Erfolgsbeteiligung oder Weihnachtsgeld mit dazu. Es ist schon ein schönes Sümmchen für einen Ausbildungsplatz. Gibt es eine Unterkunftsmöglichkeit für eine Ausbildungsstätte für Auszubildenden, die einen weiteren Anreiseweg haben? Selbstverständlich. Wir haben in Burghausen ja, wenn Sie die Ausbildung in Burghausen machen, das Jugendgästehaus, wo unsere Auszubildenden untergebracht werden können. Wenn wir Azubis nach München zum Beispiel suchen, haben wir Azubi-Wohnungen. Also wir kümmern uns auch um die Unterkunftsmöglichkeiten. Wir haben da was im Angebot.
Wie sind die Arbeitszeiten für die Auszubildenden? Ja, die Auszubildenden arbeiten in einer 36-Stunden-Woche. Normalerweise, wenn sie im BWW eingesetzt sind, geht es um 6:45 los bis um 3:45 mit entsprechenden Pausen. Am Freitag machen wir Frühschuss, da hören wir etwas früher auf. Und wenn sie dann im Werk eingesetzt sind, haben wir auch bei vielen die Möglichkeit, den Gleitzeitrahmen zu nutzen. Das heißt, sie starten von 7 bis 7:45 irgendwann einmal und hören auf zwischen 3:30 und theoretisch 19 Uhr, das macht aber eigentlich keiner. Wie viel Urlaub hat ein Auszubildender im Jahr? Ja, der Auszubildende hat bei der Wacker Chemie 30 Tage Urlaub nach dem Chemietarifvertrag. Und dann noch eine wichtige Frage, wo befinden sich die Berufsschulen für die verschiedenen Ausbildungsberufe? Ja, die meisten unserer Auszubildenden gehen in Altötting in die Berufsschule. Wir arbeiten aber auch zum Beispiel beim Anlagenmechaniker mit der Berufsschule in Traunstein zusammen, bei den Industriekaufleuten und Managementassistenten mit der Berufsschule in München und die Fachinformatiker gehen in Passau in die Berufsschule. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Antworten, Herr Stubenvoll. Und für alle Fragen, die wir jetzt noch nicht live beantwortet haben oder die noch eingehen, sie werden wir noch per E-Mail beantworten. Ja, nachdem wir leider dieses Jahr unsere Türen nicht öffnen können für die Öffentlichkeit, haben wir trotzdem jetzt die Möglichkeit, in unsere Lehrwerkstätten oder Lehrstätten reinzuschauen. Und da haben wir zunächst jetzt einmal den Chemiebereich. Ja, guten Morgen, Matthias. Wir bauen heute eine 500 ml Mehrholzkolben-Rührapparatur auf. Du siehst, was ist zu beachten oder was sind alles Bestandteile von der 500 ml Mehrholzkolben-Rührapparatur. Den Wasseranschluss, bitte der untere Teil gehört an den Wasseranschluss. Der obere Teil, weil dann einfach die Kühlleistung besser ist, gehört in den Abfluss. Digitalthermometer, ganz einfach. Du siehst, hat Raumtemperatur. Bitte darauf achten, dass alle Kabel beim Digitalthermometer unten drin sind, dass der Draht nicht nach oben rutscht, sonst misst du die falsche Temperatur. Dann, wie macht man einen Rührer fest? Bitte darauf achten, dass der sauber in der Rührerführung sitzt, dass die Rührerführung auch mit Glycerin beschmiert ist. Sonst kannst du zu einem Glasfresser kommen. Und wichtig ist, dass die Hebebühne so auf halber Höhe die Apparatur sauber steht. Wir besprechen heute die erste Monatsübung, was wir im September gemacht haben. Dabei ist es um das Thema Oxidationszahlen gegangen. Das ist festgeschrieben, das könnt ihr euch immer merken, Wasserstoff plus 1, Sauerstoff minus 2. Und was hat in dem Fall dann der Kohlenstoff, wenn man das Ganze ausgleicht bei H2CO3? Ergibt dann in der Summe für den Kohlenstoff noch plus 4. Hat das jeder von euch? Perfekt, freut mich. Guten Morgen, wir sind heute bei der Tannanlage 9. Das ist eine sogenannte Extraktionsanlage. Die funktioniert im Prinzip wie eine Kaffeemaschine. Wir haben ein Lösemittel, das ist der Essigsäureethylester, der wird unten in die Kolonne eingegeben. Und dann bleibt natürlich auch noch der Kaffeesatz übrig, das ist der Extraktionsrückstand. Und den fangen wir in dem zweiten Behälter mit auf. Die beiden Stoffe werden im Gegenstrom zueinander durch die Kolonne durchgefahren. Die Essigsäure kommt von oben in die Kolonne rein und der Essigsäureethylester kommt von unten in die Kolonne rein. Und die ganze Kolonne wird in Schwingung versetzt mit einer Hubkolbenpumpe, um einfach den Austausch von den zwei Chemikalien einfach nur optimaler zu gestalten. Wir wollen natürlich unser Produkt jetzt die Qualität überprüfen. Dazu nehmen wir jetzt eine Probe, die wir dann anschließend dann analysieren. Ja, eindrucksvolle Bilder, die wir gerade gesehen haben. Und ich habe jetzt bei mir den Kollegen Erich Feigl, der genau verantwortlich ist für diesen Ausbildungsbereich Chemie. Hallo, Herr Feigl. Hallo, Frau Klimbeck. Grüße Sie.
Herr Feigl, Sie sind Ausbildungsbereichsleiter Chemie. Welche beiden Berufe gehören denn zu diesem Bereich dazu? Also in meinem Ausbildungsbereich bilden wir aus Chemielaborant auf der einen Seite und Chemikant auf der anderen Seite. Mhm. Greifen wir vielleicht gleich mal den Chemikanten auf. Was sind die Aufgaben eines Chemikanten? Die typischen Aufgaben eines Chemikanten sind die Überwachung und Steuerung von Produktionsanlagen der chemischen Industrie. Das macht er beispielsweise aus Messwarten, aus Leitständen raus. Er hat aber auch die Aufgabe, vor Ort die Anlagen zu kontrollieren, um einfach Defekte oder Unstimmigkeiten festzustellen, diese auch, wenn es geht, zu beheben. Er ist verantwortlich für beispielsweise auch Produktkontrollen, für Qualitätskontrollen in seiner Anlage. Und besonders muss man wissen, diese Anlagen laufen 24 Stunden am Tag. Das heißt, der Chemikant wird in einem sogenannten Schichtsystem eingesetzt. Somit ergibt es ja die Notwendigkeit, dass er eine Nachtschicht hat. Ist das dann schon während der Ausbildung der Fall? Ja, beim Chemikanten haben wir die Möglichkeit, ab dem dritten Ausbildungsjahr Schichteinsatz zu machen. Soll auf der einen Seite ein kleines Zuckerl für die Chemikanten sein. Das heißt also, gerade die guten, in Anführungsstrichen, Chemikanten kommen in den Genuss. Hat aber natürlich auch Vorteile fürs Unternehmen, weil diese Damen und Herren schneller in dieses betriebliche Gesamtgeschehen eingebunden werden und so eigentlich sehr schnell ein ganzer Teil der sogenannten Schichtmannschaft werden. Und warum ein Zuckerl? Ein Zuckerl ist ganz einfach deshalb hinterlegt, weil dieser Schichteinsatz auch monetär bewertet wird. Das heißt, man bekommt ein bisschen mehr Geld dafür. Und gerade in jungen Jahren mag das ja ein wunderbarer Anreiz sein, weil man da praktisch an jedem Cent hängt und versucht natürlich da, sich etwas aufzubauen. Ja, sehr schön. Welche Fähigkeiten und Interessen braucht der Chemikant? Fähigkeiten, Interessen, ja, ganz klar. Er arbeitet in der Technik. Das heißt, ein gesundes Maß an Technikverliebtheit wäre mit Sicherheit sehr sinnvoll. Wer zu Hause so ein kleiner Bastler ist, früher in meiner Altersklasse hat man mit Mofas gebastelt, da ist man jetzt momentan raus. Ich habe gehört, jetzt dürfen wir E-Bikes frisieren. Das war vielleicht so eine schöne Sache im Hintergrund. Auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Maß an Verständnis für naturwissenschaftliche Themen, gerade Chemie, Physik, die Hauptthemen aus der Verfahrenstechnik spielen da eine Rolle. Und ein guter, gesunder mathematischer Grundstück wäre mit Sicherheit auch nicht ganz ohne, Entschuldigung. Welchen Schulabschluss soll der Chemikant dann mitbringen? Das Minimum sieht man an den Bewerbungen, die bei uns einlaufen, und da fahren wir eigentlich ganz gut. Das ist beim Chemikanten der qualifizierende Mittelschulabschluss. Okay. Ja, gibt es sonst noch was, was man zum Chemikanten wissen müsste? Ja, der Chemikant ist ein, ich sage mal, relativ junger Beruf. Er ist existent aus den 70er Jahren. Jetzt, wenn man ein bisschen rechnet, dann haben wir so fast 50 Jahre jetzt hinter uns. Es ist aber trotzdem so, dass bedingt durch den technischen Wandel der Chemikant ständig auch ein Beruf ist, der mitwachsen, sich mitentwickeln muss. Und von daher gibt es schon Notwendigkeit, ständig neue, gut ausgebildete Chemikanten am Markt zu finden. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass nicht alle chemischen Produktionsbetriebe jetzt 100% mit Chemikanten durchsetzt sind. Da herrscht noch eine tatsächliche Chance für Berufseinsteiger, da wirklich Fuß fassen zu können. Gut, greifen wir vielleicht noch ganz kurz den Chemielaboranten auf. Was sind dessen oder deren Aufgaben? Ich habe es vorher schon kurz mal erwähnt, der Chemielaborant arbeitet typischerweise in einem Chemielabor. Wer schon mal so ein bisschen Science-Fiction-Filme gesehen hat, wo es ein bisschen härter zugeht, da sieht man immer rauchende Töpfe und dampfende Kessel. Ja, das ist die Umgebung dieses Chemielaboranten, da fühlt er sich wohl. Er ist zuständig für Produktanalysen auf der einen Seite, also er macht Qualitätskontrollen unterschiedlichster Art. Er kann aber auch zuständig sein in Forschung und Entwicklung, wenn es um die Anpassung, um die Modifizierung von Stoffen geht, neue Stoffgruppen zu entwickeln, neue Stoffgruppen durchzutesten, verbunden mit dem Hintergrund, dass alles, was er macht, sauber dokumentiert, sauber analysiert, in Vergleiche bringt und somit auch das Optimum versucht herauszufinden. Ich komme schon ein bisschen auf die Schwerpunkte des Chemielaboranten. Es wäre ganz gut, wenn der Chemielaborant einfach einen schönen Hang zur Perfektion hätte. Also akribisches Arbeiten, feines Arbeiten, Freude am Entdecken, aber auch ein gewisses Durchhaltevermögen, um Niederschläge in solchen Versuchsreihen ganz einfach nicht in Frust ausarten zu lassen, sondern ganz einfach nochmal mit neuen Antrieb von vorne zu beginnen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und vielleicht abschließend noch, was ist der Unterschied? Also gibt es überhaupt einen signifikanten Unterschied zwischen dem Chemikanten und dem Chemielaboranten? Ja, außer vielleicht die Schichtarbeit, die steht da dann. Der Chemikant, ja, arbeitet an der Großtechnik. Große Maschinen, große Anlagen.
Wer schon mal von Burghausen nach Merkel gefahren ist, an der Nordgrenze der Stadt Burghausen, findet man ein paar ansässige Chemieunternehmen. Und die Silhouette ist schon sehr beeindruckend. Und das ist so das Wirkungsfeld des Chemikern. Der Laborant, ja, den sieht man nicht so offen. Der ist einfach verborgen in Gebäuden, in Laboratorien. Da merkt man eigentlich schon den signifikanten Unterschied, auch von der Örtlichkeit her. Es kann schon sein, dass der Chemikant im Freien arbeiten muss, während eben der Laborant heute in geschlossenen Bereichen ist. Und auch von der Tätigkeit her, der Chemikant ist es gewohnt, in Tonnen und Gigawatt zu rechnen. Beim Laboranten, da arbeitet man im Gramm-Milligramm-Bereich und im Watt-Joule-Bereich. Also auch von den Dimensionen her sind da wirklich ganz gewaltige Unterschiede da. Prima, vielen Dank, bitte schön. Herr Feigl. Und wir schauen jetzt nochmal in die Metall- und Elektroberufe und hinterher begrüße ich dann den zuständigen Ausbildungsbereichsleiter Elektro und Metall. So, also wir haben ja jetzt ja gerade besprochen, also in der Theorie ist ein Messkreis für Temperatur in der Zweileitertechnik mit Anzeiger, mit Messen von einem Speisegerät, wie das Ganze dann aufgebaut ist, wie das Ganze funktionieren soll, was wir dementsprechend dann jetzt dann einstellen müssen, parametrieren müssen und konfigurieren müssen. Das Ganze setzen wir jetzt um. Die Verdrahtung steht ja schon. Eure Aufgabe ist einfach, diesen Messumformer dementsprechend so einzustellen, dass der dann das, was wir besprochen haben, die Aufgaben, das Ziel, dass der das richtig macht. Da sieht man den Anzeiger unseres Messkreises. Auf den kann man die Aktualtemperatur, die wir jetzt gerade messen, ablesen und auch einstellen. Und das zeige ich euch jetzt. Den kann man halt beliebig verstellen, je nachdem, welchen Bereich das man halt messen mag. Also das, was der David gerade per Hand gemacht hat, das kann ich auch auf dem Computer machen. Und das heißt, ich kann den Messbereich einfach ändern und statt 0 bis 100, 0 bis 50 einstellen. Und man sieht jetzt, dass sie die Temperatur um die Hälfte reduziert hat, weil ich den Messbereich geändert habe. So, wir schauen uns das Erwärmen von Lagern an zum Aufzeigen auf einer Welle. Wir haben das so weit vorbereitet, dass das Lager da aufgesetzt ist. Wir dürfen unseren Temperaturfühler auf dem Innenring anlegen. Da haben wir das Gerät einschalten. Wir haben 110 Grad eingestellt, drücken die Starttaste. Dann hört man, dass das Gerät einen Ton annimmt. Das sind quasi die elektromagnetischen Wellen, die wo da zutage kommen. Für uns unsichtbares Magnetfeld. Und wenn die Temperatur von 110 Grad erreicht ist, weil wir ja gesagt haben, die 110 Grad dürfen nicht überschritten werden, damit das an seiner Härte und Festigkeit nichts verliert, dann können wir das über das Lager drüber ziehen. Warum machen wir das? Wir haben da von unserer Arbeitsweise im tausendstel Millimeter Bereich, also sehr enge Maßtoleranzen. Und durch das Erwärmen dehnt sich das Lager aus. In diesem ganz geringen Bereich, vielleicht mit 1,5 Hundertstel, wenn es viel ist. Und dadurch können wir das über dieses Passmaß der Welle drüber ziehen. Das Lager kühlt sich dann wieder ab und ist dann Festsitz auf der Welle. So, jetzt haben wir das Gerät ausschalten, den Temperaturfühler weg. Es ist da bloß angehaftet, können wir das Lager abziehen und dann mit unseren Schutzhandschuhen über die Welle drüber ziehen. Und dann sitzt das auf und mehr ist da an Tätigkeiten für uns nicht zu verrichten. Wir haben da zwei Auszubildende im zweiten Lehrjahr, Industriemechaniker. Die haben dann eine Bohrfräse Aufgabe gekriegt, dass für einen elektrischen Verteilerschrank für die Mechatronikerausbildung, fürs Prüfungsgeschehen, Halterungen anfertigen und müssen jetzt einen Absatz an einem Chrom-Nickel-Stahl fräsen mit einem Walzen-Stirnfräser. Die zwei arbeiten im Team. Einer gibt manuell den Vorschub, sein Kollege führt die Schmierung aus von Hand. Die Maschine wurde eingerichtet, wurde justiert, wurde zuerst unterwiesen. Beide Auszubildende haben da einen Lehrgang vorher schon absolviert fürs Zerspannen, fürs Fräsen beim Ausbilderkollegen von mir und können jetzt selbstständig diese Arbeiten da bei uns zur Fachausbildung durchführen. Ja, auch wieder eindrucksvolle Aufnahmen in einer unserer Elektro- und einer Metallwerkstatt. Und ich begrüße jetzt bei mir den Kollegen Markus Grote, der zuständige Ausbildungsbereichsleiter Elektro und Metall. Also das heißt, Sie verantworten sogar zwei Ausbildungsbereiche. Welche Berufe gehören denn zum Metallbereich und welche zum Elektrobereich? Ja, Frau Optimek, danke schön für die Einleitung. Wir haben drei Zugpferde bei Oettenbacher. Man glaubt es nicht, aber auch in der Chemie
brauchen wir die Facharbeiter im Metall- und Elektrobereich. Hier ist zuerst zu nennen der Industriemechaniker, früher auch Schlosser genannt. Dann haben wir seit vielen Jahren das Pendant des Mechatronikers, der zwischen dem Metall- und Elektrobereich gute Dienste leistet, und zu guter Letzt in der Ausprägung der Automatisierungstechnik den Elektroniker. Was sind denn jeweils die Kernaufgaben? Fangen wir vielleicht mal mit dem Industriemechaniker an. Ja, sehr gern. Und zwar lebt Wacker ja von seinen Produkten. Und damit die Produkte auch rund um die Uhr fabriziert werden können, benötigt man nicht nur die Anlagenfahrer, sondern auch Personen, die die Anlagen aufbauen, die die Anlagen erweitern. Das sind Rohrleitungen, das sind Apparate, die aufgebaut, gewartet, instand gesetzt gehören. Das heißt, hier braucht man die fachliche Kompetenz, Umgang mit den Metallen, Umgang mit dem Drehmomentschlüssel zum Beispiel. Und das lernt man bei uns im BBEW. Und im Elektrobereich, worauf kommt es da besonders an? Oder was sind da zunächst einmal die Aufgaben und worauf es ankommt, das eruieren wir dann später noch im Gespräch. Ja, wir haben hier bei dem Elektroniker für Automatisierungstechnik jene Personengruppe, die auch für den kontinuierlichen Prozess 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage lang bewerkstelligen können, dass alle Signale, die eine Anlage so hat, Druck, Temperatur, Volumen, Strom, erfasst werden können, ausgewertet werden können, einlaufen in eine Programmsteuerung, um dann entsprechende Ventile in automatisierter Form zu schalten. Ohne diesen hohen Maß der Automatisierungstechnik wären wir nicht dort, wo wir momentan stehen. Ja, ich denke, sehr verantwortungsvolle und umfangreiche Aufgaben. Welche Schulabschlüsse erfordern denn die einzelnen Berufe? Vielleicht auch wieder mit dem Industriemechaniker angefangen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem Qualifikationsbaustein des qualifizierenden Abschlusses. Hier haben wir also Personen, die 9 Jahre lang zur Schule gegangen sind, die es gelernt haben, an der Stelle Verantwortung zu übernehmen. Und dort knüpfen wir halt an. Das heißt, ein Mindestmaß muss gegeben sein, ein erfolgreicher Abschluss. Und wir freuen uns auch über die mittlere Reife, über den mittleren Schulabschluss. Und hin und wieder kommt es auch vor, dass wir jemanden aus dem gymnasialen Bereich haben oder einen FOS-Absolventen, schwerpunktmäßig mittlerer Schulabschluss inklusive dem Quali. Gilt das auch für den Elektroniker? Ja, man muss fairerweise sagen, es ist schon ein sehr anspruchsvoller Beruf. Und anspruchsvoll bedeutet, dass man sehr stark auch in die Materie abstrakt einsteigen muss, neben kognitiven Fähigkeiten. Und dort hat sich es schon bewährt, dass man stark in Naturwissenschaften ist, dass man leichter sich hineindenken kann in Modelle. Und an der Stelle ist der mittlere Schulabschluss, insbesondere der Ausprägung von der Fächergruppe 1, für uns von Vorteil. Aber wie es so ist, es gibt auch tolle Personen mit einem Quali, die an der Stelle ihren Mann oder ihre Frau stehen. Sie wissen ja, auch wir sind für Damen offen an der Stelle. Nicht, dass man meint, wir sprechen hier heute hier nur Schüler an, auch alle Schülerinnen. Bitte ich einfach, da sich einfach vertraut zu machen mit diesen Berufsbildern. Ja, und ich habe jetzt auch gelesen, wir bilden ja auch im sogenannten DBFH-Bildungsgang aus. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, danke für die Vorlage. Und zwar haben wir dort eine Doppelqualifizierung. Es ist ein Modell in Bayern, was an verschiedenen Standorten möglich gemacht worden ist. Man braucht einen starken Partner. In diesem Fall ist es die Berufsschule Altötting, die zusammen mit der FOS-BOS es ermöglicht, dass lernbegeisterte, leistungsstarke Schüler, die für sich ihren Terminplan im Kopf haben, die autark sind auch im Lernen, wirklich mit einem ganz anderen Workflow belastet werden können. Denn da stellt es dar, eine Doppelqualifikation in der Kürze der Zeit, binnen 3 Jahre, sowohl den Fachhochschulabschluss als auch den Berufsabschluss, ist schon ein gehöriges Pensum an der Stelle. Aber die, die es machen, die ziehen das durch, in einer kleinen Gruppe, sind überaus erfolgreich. Und für Wacker als auch für die teilnehmenden Azubis, für beides ist es eine Win-Situation. Mhm. Welche Berufe kann man mit dem DBFH-Abschluss absolvieren? Wir haben uns zuletzt fokussiert auf die Elektroberufe. Das heißt, es ist der Mechatroniker in der Ausprägung mit der DBFH-Reife als auch der Elektroniker für Automatisierungstechnik. Und daraus ergibt sich jetzt für mich, wenn Sie sagen, man kann ja die Fachhochschulreife erwerben gleichzeitig.
die Antwort schon auf meine Frage automatisch. Wahrscheinlich benötigt man dafür dann die mittlere Reife. Es macht Sinn, dass man an der Stelle eine Kontinuität hat. Das heißt, einen Gymnasiasten benötigt man an der Stelle nicht. Der hat ja bereits seinen erfolgreichen Abschluss. Und der ein oder andere Realschüler hat dann doch einen Plan vom Leben, das auch Richtung Studium führt. Mhm. Und hier bieten wir eine tolle Möglichkeit, innerhalb einer kompakten Form, in einer kurzen Zeit, beide Qualifikationen zu erreichen. Prima. Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne potenziellen zukünftigen Azubis in Ihrem Bereich mitgeben möchten? Na klar. Und zwar möchte ich die Damen explizit nochmal ansprechen. Bitte bewerbt euch bei uns. Wir haben tolle Möglichkeiten. Wir haben weibliche Ausbilder, Damen, die auch ganz nah im Gespräch bei den jungen Schülerinnen sind. Wir haben eine kleine Anzahl von Personen eingebettet in einer größeren Gruppe von jungen Herren. Die fühlen sich dort sehr wohl. Die Herren bemüttern immer auch dann diese Damen. Und es ist eine wahre Freude, sie zuzuschauen, wie sie auch teilweise hofiert werden. Also es sind tolle Bedingungen hier bei uns auch, wenn nur eine geringe Anzahl an Damen diese technischen Ausbildungsberufe ausüben werden. Gut, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Grote. Sehr gern. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, bitte nicht vergessen, Fragen einfach her damit, ausbildung@wacker.com. Ja, dann sind wir jetzt schon fast am Ende angelangt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und fürs Zuschauen, aber ich habe ja am Anfang angekündigt, dass wir noch ein zweites Event momentan vorbereiten, und zwar am 18. Juli, den Samstag. Ab 9 Uhr ist es möglich, bei uns trotzdem ins BBIW reinzuschauen. Wir bieten Führungen an in Kleinstgruppen von maximal 4 Teilnehmern. Und alle weiteren Informationen, auch der Link ins Anmeldeportal, findet ihr auf www.wacker.com/ausbildung. Ja, und jetzt sind noch weitere Fragen eingegangen bei uns. Ich habe mir jetzt zur kompetenten Beantwortung dieser Fragen meine Kollegen mitgebracht, den Herrn Stadler, den Herrn Feigl und den Herrn Grote. Ich möchte mal mit der ersten Frage anfangen. Das ist die Frage vom Sebastian. Nehmen Sie auch jemanden mit einer Behinderung und übernehmen Sie ihn? Ja, lieber Sebastian, die Wacker Chemie hat in der Vergangenheit auch schon Auszeichnungen für die Integration von Menschen mit Behinderung erhalten. Und da hilft es nichts, wenn wir das nur auf dem Papier geschrieben haben. Selbstverständlich bilden wir auch Menschen mit Behinderung aus. Voraussetzung ist natürlich auch immer, dass die Kompetenzen und die Fähigkeiten, die dieses Berufsbild benötigt, auch vorhanden sind, damit man im Prinzip für dieses Berufsbild, für das man sich interessiert, dann auch wirklich ausbildungsfähig ist, weil wir wollen ja jedem zum Ziel, zum Abschluss bringen. Übernehmen tun wir diese Menschen, die haben die gleichen Chancen wie andere auch. Also wenn die Leistung in der Ausbildung passt und entsprechende Stellen da sind, werden sie selbstverständlich auch übernommen. Ich bitte Sie auf jeden Fall bei der Bewerbung das Thema der Behinderung mit anzugeben, zum Beispiel im Anschreiben, dann können wir diese Bewerbung besonders prüfen und auch nochmal einen wohlwollenden Blick drauf werfen. Auf jeden Fall, ja, Sebastian, das machen wir. Eine weitere Frage kam von der Katharina, und zwar fragt sie, ob ein bestimmter Notenschnitt erforderlich ist für die Ausbildung bei Wacker. Wir haben im Normalfall keinen Notenschnitt vorgesehen für die verschiedenen Berufe. Es ist aber schon so, dass manche Berufe einfach gute Kenntnisse, zum Beispiel in der Mathematik, erfordern. Ich rede jetzt einmal vom Informatiker. Da hilft es dann ehrlich gesagt nichts, wenn man einen Vierer in Mathe hat und dann vielleicht das duale Studium oder die Ausbildung nicht schafft. Also wir schauen natürlich auf die Zeugnisse drauf, aber es ist kein Notendurchschnitt, kein Mindestschnitt gefordert.
Eine weitere Frage und die letzte im Moment, die an mich gestellt ist, dann übergebe ich an den Kollegen, ist von der Lea. Welche Perspektiven habe ich nach meiner Ausbildung? Ja, unser gemeinsames Ziel, liebe Lea, ist es ja, dass Sie die Ausbildung schaffen und dann übernommen werden auf eine Stelle. Dann danach haben Sie im Prinzip alle Möglichkeiten. Man kann, wenn man Chemikant ist, nach ein paar Jahren eine Meisterausbildung oder eine Technikausbildung zum Beispiel machen. Wenn man einen kaufmännischen Beruf gemacht hat, kann man auch einen Fachkaufmann draufsatteln. Es gibt auch die Möglichkeit, im Prinzip eine Auszeit von bis zu 2 Jahren zu nehmen und vielleicht eine andere Weiterqualifizierung zu machen oder aber auch einfach in dem Ausbildungsberuf, den man sich ausgewählt hat und Liebe dazu entwickelt hat, zu arbeiten und sich in dieser Funktion weiterzuentwickeln und ein richtig guter Fachmann oder Experte zu werden. Also es stehen viele verschiedene Perspektiven für jeden persönlichen Wunsch offen. Ja, das war es einmal von meiner Seite. Ich würde gern an dich weiter übergeben. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne eine Frage vom Tobias beantworten. Und zwar fragt der Tobias, habe ich die Möglichkeit, meine Ausbildung zu verkürzen, wenn ich vorhergehend schon einen Beruf erlernt habe oder das Fachabitur absolviert habe? Natürlich funktioniert das, also wir bieten das an, wenn dass man seine Ausbildung verkürzt. Wichtig ist aber uns nicht nur der Beruf, der Erlernte oder das Fachabitur, sondern hier ist uns wichtig, dass auch die Leistung während der Ausbildung im Schulischen, im Betrieblichen und auch im Verhalten des Azubis passt. Also die Möglichkeit besteht. Dann haben wir noch eine zweite Frage von der Emily. Die Emily fragt, ja, gibt es denn für den Studienstart in 2021 einen Studienplatz oder Studienplätze für Wirtschaftsinformatik? Wir bieten für den Start 2021 keine Studienplätze für Wirtschaftsinformatik. Entschuldigung, jetzt habe ich falsche Informationen. Ich wiederhole die Frage. Die Emily fragt, gibt es für 2021 zum Start einen Studienplatz zu Wirtschaftsingenieurwesen? Nein, Emily, es gibt leider für dieses Jahr keinen Studienplatz zum Wirtschaftsingenieurwesen. Was 2022 ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Das entscheiden wir dann nächstes Jahr. Dann haben wir noch eine Frage von Kevin. Der Kevin fragt, ja, welche Programmiersprachen lernt man als Fachinformatiker? Als Fachinformatiker lernt man während der Ausbildung, sei es im Betrieb oder in der Schule, hauptsächlich C++, ABAP, HTML, Visual Basic, also VBA und Java. Man wird aber auch oder kommt aber auch mit anderen Programmiersprachen während der Ausbildung, sei es im Betrieb, hauptsächlich im Betrieb in Berührung. Ja, das waren jetzt mal die Fragen, beantwortet von mir. Ich gebe jetzt weiter das Mikro an den Herrn Feigl, den Leiter der Ausbildung in der Chemie. Hallo, grüß Gott jetzt an der Stelle. Mich freut es anhand der Fragen, dass man merkt, dass doch etliche Damen und Herren jüngeren Alters jetzt an der Technik sitzen und unseren Vortrag da verfolgen. Die erste Frage, die da mal aufgetaucht ist vom Anton aus Töging, was ist eigentlich ein Technikum? Ja, diejenigen Kandidaten, die die Sendung bereits von Anfang an verfolgt haben, haben bestimmt schon entdeckt, dass da der Chemikant mal aufgeführt worden ist und vorgestellt worden ist. Und vielleicht kann man sich erinnern von einem Kollegen, der gesagt hat, da gibt es eine Extraktionsanlage vergleichbar mit einer Kaffeemaschine. Und wer da im Hintergrund mal betrachtet hat, was da so rumgestanden ist an Leitungen, an Glasapparaturen, an Behältnissen, das ist das Technikum. Die Frage, zu was brauchen wir Technikum überhaupt? Ja, ganz klar, das ist so das Bindeglied von einem kleinen Versuch im Labor, der irgendein Produkt in einer bestimmten Qualität herstellt, in einem Maßstab von einem halben Liter bis einem Liter, um das dann schließlich unendlich großtechnisch herzustellen, in einer verkaufsfähigen Menge von Kubikmeter oder Tonnen, braucht man natürlich eine Zwischenstufe, ob das in der nächsthöheren Kategorie, beispielsweise 50 oder 100 Liter Maßstab, funktioniert. Und diese Zwischenstufe findet üblicherweise in einem Technikum statt. Und ich hoffe, dass man mit dem kleinen Beispiel jetzt diese Frage so verständlich beantwortet hat.
Eine andere Frage aus Trostberg jetzt, die südliche Richtung jetzt von Burghausen, auch ganz schön, dass wir da Interessenten da haben. Die Lea hat gefragt, wie läuft eigentlich eine Abschlussprüfung für den Chemikanten ab? Da muss man wissen, der Chemikant lernt ja 42 Monate, 3,5 Jahre. Und die Abschlussprüfung für den Chemikanten ist jetzt zweigeteilt. Das heißt, nach insgesamt 18 Monaten macht man den ersten Teil der Abschlussprüfung, die sogenannte Abschlussprüfung Teil 1. Was macht man da? Ja, man wird natürlich jetzt beim Chemikanten gefordert, auch Reparaturen beispielsweise an der Anlage durchzuführen. Heißt, es ist auch ein Teil der Prüfung eine sogenannte Wartungsaufgabe. Das heißt, ein kleines Maschinenteil, eine kleine Rohrleitung, die defekt ist, auszubauen, gegen ein neues Teil zu ersetzen und dann eben dieses Betriebsteil wieder in Betrieb zu nehmen, funktionsfähige Anlage praktisch herzustellen. Das zweite ist natürlich auch das Herstellen eines Produktes im Kleinmaßstab. Jetzt haben wir noch mal ganz kurz im Labor mit drin, wo einfach die Aufgabe darin besteht, einen bestimmten Stoff mit einer bestimmten Reinheit, mit einer bestimmten Güte und auch mit einem bestimmten Volumen oder Masse herzustellen. Das wäre der zweite Teil. Nach 42 Monaten oder, wie die Kollegen schon gesagt haben, bei entsprechend guten Leistungen auch etwas früher, um ein halbes Jahr eben verkürzt, wird der zweite Teil der Abschlussprüfung mit drin. Heißt also, da wird dann wirklich die Qualifikation beim Chemikanten abverlangt. Kann der eine großtechnische Anlage eigentlich fahren, betrauen, bedienen? Infolgedessen läuft dieser Teil der Prüfung auch jetzt im Technikum ab. Der nächstgrößere Schritt, eben diese Anlagen, die man vielleicht in dem Video schon gesehen hat, auch wieder mit dem Ziel, in einer bestimmten Zeiteinheit, eine bestimmte Menge, mit einem bestimmten Qualitätsmerkmal, mit einer bestimmten Qualifikation, mit einer bestimmten Spezifikation herzustellen. Und diese Anlage, da hat er leider keine betreuenden Kollegen zur Hand, das muss er dann eben ganz alleine machen. Wir sind jetzt gerade in dem Abschlussprüfungszeitraum gewesen und ich muss dazu sagen, dass die Aufgaben in der Hinsicht ganz gut erledigt worden sind. Da können wir uns eigentlich schon freuen auf diese wirklich tollen Fachkräfte, die wir da bekommen. So, welche Stationen verläuft oder durchläuft man eigentlich jetzt während der Ausbildung beim Chemikanten? Diese Frage kam vom Julian in Burgkirchen, gar nicht weit weg jetzt von da. Gut, Stationen, klar, die Ausbildung ist dreigeteilt. Auf der einen Seite die Berufsschule, circa 12 Wochen pro Ausbildungsjahr. Schule bleibt und ist Schule, da brauchen wir nicht diskutieren, da muss man durch. Auf der anderen Seite ist es aber dann so, dass dann noch auch das BBW mit ihren Einrichtungen eine Rolle spielt. Das heißt, also ein Teil dieser Ausbildung, circa ein Drittel, wird in Labors, wird in Werkstätten, wird im Technikum stattfinden. Warum Werkstätten jetzt in der Sache? Der Chemikant ist auch gefordert, da beispielsweise, ich habe es bereits erwähnt, bei Reparaturen Hand anzulegen. Infolgedessen ist ein gewisses Maß an Metall oder auch Elektrokenntnissen vonnöten. Von daher wird er auch diese entsprechenden Werkstätten dann besuchen. Und der dritte Teil schließlich und endlich sind wirklich Produktionsbetriebe innerhalb der Wacker Chemie. Da strukturieren wir die Ausbildung auch so, dass 3 unterschiedliche Produktionsbetriebe, diese typischen Standardproduktionsbetriebe der Wacker Chemie, durchlaufen werden, sodass am Ende der Ausbildung es wirklich dann Fachkräfte gibt, die in Anführungsstrichen universell einsetzbar sind. Und dann ganz zum Schluss eine schöne Frage, die mir ein bisschen zum Schmunzeln erregt. Julia aus Neuötting fragt, wie gefährlich ist eigentlich die Arbeit in einem Labor? Ich habe da mal einen Kollegen gehabt aus der Forschung in der Wacker Chemie, der sagt, wenn du in München am Stachus stehst, ist diese Position gefährlicher als das Arbeiten im Labor. Und das kann ich nur bestätigen jetzt in der Hinsicht. Ja, die Frage, man arbeitet mit Chemikalien, logisch, haben wir Gefährdungspotenzial mit drin. Aber wenn man auch davon mal ausgeht, dass viele, viele Männer und Frauen zu Hause Hausmann oder Hausfrau sind und da beispielsweise schon mit beispielsweise Reinigungsstoffen umgehen, die es wirklich in sich haben, man allerdings weiß, dass ein gewisses Gefährdungspotenzial davon ausgeht, sich auf diese Gefährdung einstellt, ist es auch möglich, mit solchen Stoffen sehr gefahrlos umzugehen. Ich bedanke mich jetzt mal an der Stelle. Mein Fragenpool ist abgearbeitet. Ich gehe weiter an meinen Kollegen, den Herrn Grote. Sehr gern. Mir liegen 2 Fragen vor. Eine von Paul, eine verständliche Frage. Und Paul fragt, muss ich in der Ausbildung überhaupt noch zur Schule gehen? Ja, diese Frage bekommen wir immer wieder und allzu leicht nachvollziehbar, wenn man 9 oder 10 Jahre lang zur Schule gegangen ist. Paul, du wirst sehen, es macht durchaus Sinn, dass man die Berufsausbildung auch mit einem starken Partner mit der Berufsschule verbindet.
Es ist doch so, dass du in diesen 52 Wochen, die so ein Ausbildungsjahr auch hat, natürlich schwerpunktmäßig bei uns bist, in der Ausbildung, im BBW oder auch im Werk im Einsatz, dann aber auch den Partner brauchst gerade für das Fachtheoretische. Im Klartext, 12 Wochen im Jahr, im Ausbildungsjahr, wirst du zur Schule gehen und die restliche Zeit bist du bei uns. Und keine Sorge, wir kriegen das schon hin, dass du auch Spaß hast, wieder zur Schule zu gehen. Die zweite Frage kommt vom Lukas. Lukas hat gehört, dass wir auch weitere Berufe in der Metallausbildung haben. Stimmt, Lukas? Und zwar bedarfsorientiert. Hier zu nennen ist der Anlagenmechaniker. Ein Berufsbild, was gar nicht so sehr stark bekannt ist. Wenn man hin und wieder auch mal in die Zeitung oder in Medien reinschaut, findet man Facharbeiter mit der Qualifikation gerade in dem Bereich äußerst schwer. Das heißt, Wacker hat ein starkes Interesse für seine Techniken oder auch für die Hauptwerkstatt an der Stelle, Personal auszubilden, was in den formgebenden Verfahren, in den Schweißverfahren kundig und schlau ist. Hier gibt es tolle Möglichkeiten, sich einzubringen im Sinne der Fertigungstechnologien, dass man ein Wissen aufbaut, dass man die Kenntnisse wirklich so auch einsetzen kann, dass hinterher die Rohrleitung, die Apparate, wirklich über viele Monate, über Jahre gehalten, immer wieder wechselnde Werkstoffe, wechselnde Temperaturen, Drücke erfordern einen hohen Stress für diese Werkstoffe. Und wenn man dort Reparaturen durchführen kann, fachmännisch, dann ist man schon ganz nah dabei. Und das ist ja auch ein Grund, warum Wacker da an der Stelle kontinuierlich seine Anlagen betreiben kann. Wir haben da Fachpersonal, was wir selber ausbilden und an der Stelle auch perspektivisch tolle Perspektiven geben. Also Lukas, bedarfsorientiert, auch die Anlagenmechaniker, bewirbt dich bei uns. Auch in dem jetzt Bewerbungsverfahren gibt es wieder diese Stelle. Ja, danke Kollegen für die Beantwortung der Fragen. Ich habe jetzt noch mal eine reinbekommen und zwar gibt es in diesem Jahr für 2021 auch Stellen als Chemielaborant in München. Ich habe den Verdacht, dass die ersten Zuschauer schon unter www.wacker.com reingeschaut haben. Gezielt ist nachgefragt worden bei dir nach Wirtschaftsingenieurwesen und bei mir jetzt nochmal nach den Chemielaboranten. Das sind Berufe, die wir heuer nicht ausbilden. Wir bilden viele, viele andere aus. Chemielaborant suchen wir aber hier in Burghausen. Wenn ein Interessent von München eine Ausbildung zum Chemielaboranten machen will, kann er sich auch gerne hier in Burghausen bewerben, aber leider heuer nicht in München. In München suchen wir aber zum Beispiel auch einen Elektroniker für Automatisierungstechnik. Gut, das war's jetzt von unserer Beantwortung der Live-Fragen. Wir werden, falls ihr noch Fragen habt und es kommt noch eine Frage oder eine andere rein, dann im Nachgang per Mail beantworten. Wir stehen da gerne für euch bereit. Herzlichen Dank von unserer Seite und bis später. Auf Wiederhören. Sie. Jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen und fürs Interesse und freue mich, wenn wir uns dann vielleicht bald in Person kennenlernen bei uns im BBIW der Wacker Chemie.